nämlich am 16. Mai 2022. Und ja, ich bin mal wieder unterwegs, wie ihr seht, nicht im Studio. Und ich gebe euch einfach mal hier die Nachrichten. Ein bisschen Platz lassen für die Bilder noch. So, also die erste Nachricht. Es gibt einen neuen Port Charlotte SC01 2012. Das ist die Port Charlotte Cask Exploration Serie. Die wird fortgesetzt. Und das sind französische Edelweinfässer. Die Eiler Gerste stammt von 7 Partnerfarmen, die sich alle im Umkreis von 10 Meilen, also 16 Kilometern, um die Brennerei befinden. 55,2% ABV und auch demnächst bei whisky.de erhältlich. So, dann haben wir eine neue Brennerei auf Eiler. Und das ist die Port Natruan, geschrieben Port Tintruan, also in einem Wort. Und die wird auf Eiler in der Nähe von Port Ellen gebaut. Es werden aber sogar 2 Brennereien, eine normale Brennerei und eine experimentelle Brennerei, also für experimentelle Brennvorgänge. Die Fertigstellung ist geplant für Anfang 2024. Und dann haben wir einen neuen Timorris Beastie Meet the Beast 13 Jahre Cask Strength Limited Edition von Douglas Lang. Ein Highland Blended Malt mit 52,5% ABV, 13 Jahre Reifung in Bourbonfässern und limitiert auf 3000 Flaschen. Natürlich auch bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir noch eine Veröffentlichung von Ben Riach, und zwar die Ben Riach Malting Season Second Edition. Das ist ein Ben Riach ausschließlich von eigenen Malzböden, also das Malz von eigenen Malzböden. 48,9% ABV und der kommt erst im Juni in den Handel. Dann haben wir noch eine Brennereierweiterung. Die gibt es ja jetzt in letzter Zeit auch sehr viel. Diesmal ist es The Dalmore. Und White McKay, also denen dies gehört, die haben jetzt den Bauantrag eingereicht für eine Erweiterung der Single Malt Brennerei. Und ja, es soll ein neues Besuchererlebnis geben und neue Whisky-Produktionsstätten. Und es soll eine grüne Energielösung geben. Dann haben wir Gordon MacPhail. Die bringen noch einen Glenlan 1957 auf den Markt. 64 Jahre alter Whisky und der wird heißen MacGeorge Legacy Serie. Firstville Sherry Butts und der hat sogar eine Nummer 3483, also ein Single Cask mit 298 Flaschen, 56,1% ABV. Dann haben wir noch ein Loch Lomond, 46 Jahre. Ist die zweite Abfüllung der Remarkable Stills Serie und erhielt ein 2-jähriges Finish in einer Kombination aus Firstville Oloroso und PX Sherry Fässern. 45,3% ABV, limitiert auf 200 einzelnummerierte Flaschen. Etwas ungewöhnlich, aber ich glaube mittlerweile geht Loch Lomond mehr weg von den Bourbonfässern und doch etwas mehr zu der Nachlagerung. Das war ja früher bei Loch Lomond eher ein No-Go. Laut dem, was war das, Masterblender, mit dem ich mal gesprochen hatte, ein Interview. So, jetzt haben wir noch von Glengoyne eine Nachricht. Und zwar Glengoyne Cask Strength Batch Nummer 9 kommt raus. Dieses Jahr mit 59,6% ABV. Und ja, Batch Nummer 9. Dann gehen wir weiter nach Irland. Clonakilty feiert den ersten eigenen Whisky. Das ist eine kleine Brennerei im Süden von Irland. Es gab zwar schon eine Abfüllung der Brennerei, aber die waren noch nicht aus eigener Produktion. Das ist jetzt ein Whisky, der ist nur bei Clonakilty produziert worden. Dann schauen wir noch einmal nach USA rüber. Und jetzt wird Freddie No wird in der 8. Generation offizieller Master Distiller bei Jim Beam. Aber Fred No, sein Vater, also Vater und Sohn sind das, der hat noch nicht aufgegeben und der ist auch Master Distiller, also hat Jim Beam zurzeit 2 Master Distiller. Und während den Feierlichkeiten zum komplett neu gestalteten Brennerei wurde eben und neuem Besuchererlebnis wurde es eben bekannt gegeben, dass dass Freddy jetzt wirklich der zweite Master Brenner wird. Also kann ich nur sagen, viel Erfolg.
Dann haben wir noch Long Branch Bourbon von Wild Turkey startet. Zweite What-If-Kampagne mit Matthew McConaughey. Was wäre, wenn, fragt sich Matthew McConaughey in also dieser neuen Kampagne über diesen Bourbon. Und die kreieren eben besondere Dinge dort. Ab Mai sollen die Spots in den sozialen Medien dann ausgestrahlt werden. Wir werden sehen, was dort ja so betrachtet wird mit diesem What If. Ja, wie diesmal alles ein bisschen im Schnelldurchlauf, denn ich bin unterwegs. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag und viel Spaß.